Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dragon Age Inquisition, immer noch in der Bewegung, immer noch in der verbotenen Oase. Und da werden wir wahrscheinlich auch noch eine Weile bleiben. So, von da sind wir, glaube ich, gekommen. Wir gehen jetzt da lang, schauen uns mal an, wo wir hier hinkommen. Und irgendwo, wahrscheinlich hier, bleiben wir jetzt auch draußen. Wir müssen ja eh raus. Auf Umwegen, deswegen. Oh, was ist das? Paragon irgendwas? Paragon-Schimmer. Dann können wir hier noch ein paar Scherben suchen. Wie zum Beispiel diese. Achso, ich habe schon zwei gefunden. Wo habe ich eine andere gesehen? Was ist das denn? Können wir da ein Lager aufschlagen? Das sieht fast danach aus. Achso, das ist, wo wir gerade waren. Das ist unten quasi. Okay. Wo habe ich denn jetzt die dritte gefunden? Das wird mir manchmal gar nicht richtig angezeigt. So. Wo ist die letzte Scherbe, bitte? Ich finde sie nicht. Ist ja auch egal, wenn ich jetzt durch Zufall drüber rauschen sollte, wäre das ja auch in Ordnung. Die wird uns ja eh auf der Karte angezeigt. Aber... Ah, perfekt. Alle gefunden. So, dann wollen wir mal hier runter. Das ist aber nicht das Lager, okay. Ich habe da auch vergessen, was einzusammeln. Ich vermute mal, ihr seid keine Feinde. Hoffe ich zumindest. Scherbe einsammeln. Gut, das können wir natürlich erstmal machen. Da bewegt. Eine neue Quest, die sich bewegt. What? Da drüben steht eine Frau. Was? Wo steht eine Frau? Ich sehe keine Frau. Wo steht denn hier eine Frau? Was du wieder erzählst, ey. Hä? Wo zur Hölle? Da meint doch da unten, ne? Ach, lol. Okay. Komme ich irgendwie gefahrlos runter? Ich probiere es einfach mal so. Ah, passt. Halt, stopp. Wer seid ihr? Warum verfolgt ihr mich? Ich suche nur nach Dingen, die man ausschlachten kann. Hab hier mal gearbeitet. Ich weiß, dass sie niemand mehr braucht. Ich gehöre zur Inquisition. Ich bin schon eine ganze Weile hier draußen. Aber ich nehme an, das ist wichtig. Aber es erklärt nicht, warum ihr mich verfolgt. Ihr seid den weiten Weg hierher gekommen, um altes Minengerät auszuschlachten? Ich wollte vor allem in diese eine Höhle. Hab dort Sachen aufbewahrt, aber dann wurde das verfluchte Ding von Spinnen überrannt. Ich hatte meinen Ehering dort versteckt. Konnte seinen Anblick nicht mehr ertragen. Aber wegwerfen konnte ich ihn auch nicht. Es war ein dummer Streit. Ein Teil von mir wusste, dass ich den Ring immer noch wollte. Okay. Ich lasse euch jetzt in Ruhe. Schön. Dann bis zum nächsten Mal. Ein Ring. Ach, da wäre irgendwo wieder eine Scherbe. Ich weiß aber nicht, wo. Ach, da hinten. Na gut. Das war ja einfacher als gedacht. Das ist aber gar nicht die, die ich gerade meinte. So, da kommen wir wieder in die Mine, wo wir waren. Das ist also nicht sehr interessant. Was ist denn die andere Scherbe? Die müsste aber eigentlich auch hier sein. Ist sie vielleicht hier irgendwo versteckt? Nö. Hey, Viv! Vivi! Seht mal her! Ich hab was für euch! Schätzchen, das ist euer Hintern. Erneut. Und er ist noch immer ebenso dürr und traurig wie die letzten 12 Male, als ihr ihn mir gezeigt habt. Es ist mein Arsch! Beim Erbauer, wie soll ich diesen Schrecken nur überleben? Ich brauche dringend ein Sofa, um ohnmächtig zu werden. Es ist mein Arsch. Ah, die freuen sich wenigstens. So, ja, keine Ahnung, wo ihr komischer Ehering ist. Mir wird das auch gar nicht als echt als Quest an. Boah, hier ist schon... Strange. Hä, warum ist hier ein Riss? Habe ich den nicht schon geschlossen? Oh, gönn dir mal ein Schlückchen, mein Freund. Wir haben ja genug von dem Zeug, ne? Ist ja kein Problem. Was wollt ihr? Geht dich nichts an. Dann bis zum nächsten Mal. Ich sage dir nicht, was ich hier möchte. Das geht dich nämlich überhaupt nichts an. Okay, hier war ich aber schon. Das ist aber auch egal. Dann kann ich mich nochmal nach oben gehen. Da gab es ja noch eine Höhle.
die man untersuchen kann. Man muss hier echt ein bisschen die Wege finden, ne? Also so, man kommt da nicht einfach so drauf. So, das Ding beanspruchen wir erstmal. Obere Laufgänge. Was ist das? Das ist eine Scherbe, die ist aber, glaube ich, unter mir. Komme ich jetzt hier hin? Ach so. Aha. Okay. Kommen wir hier hin? Ich verstehe. Es würde lustig, die ganzen Wege zu finden, um überall hinzukommen. Das, ja. Bin ich mal gespannt, wie das so läuft, ne? So, das habe ich schon angesehen, brauche ich nicht nochmal. Ich gehe jetzt hier nochmal runter. So. So. Dann lesen wir das hier. Durchgepauste Inschrift einer Tempeltür. Eine Inschrift von den Tempeltüren in der verbotenen Oase, gefolgt von einer Übersetzung. Die Handschrift ist zittrig und ungleichmäßig, als habe der Schreiber die Aufgabe nur mühsam beenden können. Emma Solusim Vardinan, Telgaras Solasan, Melana en Atim Las Enaste. Wahrscheinlich voll falsch ausgesprochen. Die Arroganz, aha, Solus heißt Arroganz, vermute ich mal, war unser Ende. Kommt nicht zu einem Ort voller Hochmut. Lasst euch nun von Demut lenken. Oder heißt Solus Ende, keine Ahnung. Ist ja auch wurscht. So, kann ich die öffnen? Irgendwas fühlt sich hier falsch an. An der Tür ist es schlimmer. Na dann, wollen wir mal gucken, was wir hier... Am Eingang. Jetzt ist es weg. Ein Zauber, um Leute fernzuhalten vielleicht. Das erklärt, warum sich die Bergleute von hier ferngehalten haben. Erkunden wir mal die Tempelruine. Gibt's da bestimmt auch ein paar Kämpfe. Oh, was ist denn das hier? Drei neue Quests oder soll das was anderes bedeuten? Ah, ich werde es gleich sehen. Sind das Prüfungen vielleicht? Erkunde die Kammer. Alles klar. Moment, da ist schon mal... Oh. Feind, aber ich muss erst das Geld holen. Warum sind denn da eigentlich Gegner? Das macht überhaupt keinen Sinn. Also ich muss sagen, ich bin, glaube ich, noch viel zu schwach. Ich muss unbedingt bessere Waffen kriegen. Für mich. Nicht für die anderen, nur für mich. Okay. Dann plündern wir mal ordentlich, was wir halt plündern können. Da hinten geht es noch weiter, glaube ich. Verstärkte Vorreiterpanzerung. Gucken, was haben wir hier drin? Feueressenz und Gürtel der Feuerresistenz. Oh, kann man schon was mit anfangen. Was war das gerade? Ich fühle mich ein bisschen seltsam. Egal, welche Magie hier schlummert, ihr habt sie angezogen. Aber offenbar seid ihr unversehrt. Wenn das keine Falle war, was war es dann? Die Belohnung für die Vollendung eines Rituals vielleicht. Wir brauchen mehr Scherben. Ah. Ist es das? Dafür brauche ich die ganzen Scherben, die ich dann immer sammle, oder wie? Okay. Interessant. Wir haben keinen Punkt. Wir machen mal so. Ich lasse jetzt mal automatisch irgendwie aufsteigen. Der wird die Punkte ja schon hoffentlich gut vergeben. Das wäre zumindest sehr schön. So, dann können wir hier zurück. Okay, ich brauche mehr Scherben, als ich bei mir habe. Schade. Da steht aber nicht, wie viele Scherben ich brauche, ne? Das ist schade. Was ist das denn hier? Ja, macht ihr auch sowas? Was zur Hölle ist das? Vielleicht so ein kleiner Bug, dass da ihr Feuer noch, ihr Eiszauber da noch rumschwirrt. Okay, da komme ich leider nicht weiter. Schade, ich brauche mehr Scherben. Kann ich hier durch? Nee. Werden die Scherben dann auch aufgegeben dafür? Wahrscheinlich schon, ne? Also, dann sind sie halt weg. Das heißt, ich muss tatsächlich Scherben suchen. Gehen.
bevor ich hier weiterkomme. 4 scheine ich dabei zu haben. Ich brauche aber um einiges mehr. Und dafür werde ich dann auch die Scherben brauchen. Okay. Aktivieren wir das auch. Das heißt, da kann ich erst weitermachen, wenn ich genügend Scherbchen habe. Das kann auch dauern. Aber dann kommen wir irgendwann wieder zurück. Das ist doch auch schön. So, wir machen mal was. H wäre Rückzug gewesen, okay. Und dann gehen wir einfach mal so ganz ungeniert weiter. Da ist nämlich eine weitere Scherbe, das ist gut. Ich würde eigentlich gerne dahin, muss ich gestehen. Scherben in der Oase. Suche nach jeglichen Scherben, die in der verbotenen Oase verstreut sind. Ach so. Ach so, das ist eigentlich auch hier so die... Hier gibt es eine andere Quest. Okay. Scheint aber auch wieder eher so ein... Keine Ahnung. Mythos-Ding. Dingens. Was auch immer zu sein. Die Frage ist, wie komme ich denn immer zu den Scherben? Die sind ja hier auf verschiedenen Ebenen verteilt. Das ist ja voll nervig, die zu finden, die Ebenen. Nehme ich mit. So, hier kann man wieder durchschlagen. Kann ich das auch? Natürlich nicht. Moment. Hinunterklettern. Vielleicht war ich hier schon. Moment, da ist so eine Truhe. Sollte man immer alles mitnehmen, wenn man es kann. Ach, da brauche ich wieder dich für. Weil der Elf ist natürlich viel zu schwach, um da durchzutreten. Ich wette, ihr habt eine Spur hinterlassen. Worauf wollt ihr denn diesmal hinaus, meine Liebe? Ach, hier sind wir wieder draußen. Was ihr früher wart. Wo ihr herkommt. Sind wir hier? Es wird kleine Leute geben, die etwas über euch wissen. Wir alle haben etwas, das wir früher waren, nicht wahr, meine Liebe? Dinge, die wir lieber begraben, als im Lichte der Öffentlichkeit säen. Also nur zu. Doch ich werde reagieren, bewaffnet mit einer schmerzhaften Vergangenheit, die in eurer Erinnerung sicherlich besser aufgehoben wäre. Oh, hier komme ich nicht hoch. Also verdammt böse sein. Verdammt, hier komme ich hoch, ich will die Scherbe haben. Na komm. Da ist doch so ein kleiner Mini-Vorsprung. Geh doch da rauf. Geht doch. So. Ja, wir können gut klettern, wie es scheint. Ich glaube, ich habe einen Drachen gehört. Geil. So, die Frage ist, wie komme ich denn jetzt von hier weiter hoch? Ich habe keine Ahnung. Kann ich hier vielleicht irgendwie laufen? Könnte gefährlich werden, dass ich hier runterfalle. Ja, ich glaube, da falle ich runter. Schwein gehabt. Da habe ich ein bisschen Schwein gehabt, dass ich nicht ganz runtergeplumpst bin. Jetzt muss ich natürlich erstmal schauen, wie komme ich jetzt weiter hoch. Weil genau über mir ist das nämlich. Ich muss auf das Ding. Komme ich denn darauf, ey? So, ich glaube, hier komme ich leider nicht drauf. Nee. Boah, warum ist das denn hier auf verschiedenen Ebenen? Das ist ja voll nervig, ey. Also nur Wüste wäre cool gewesen, aber so ist das voll nervig. Ich muss irgendwie auf diese Brücke. Auf das Ding da. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Vielleicht hier? War ich hier schon? Nö. Anscheinend nicht. Nehmen wir mal mit. Hier, das entzünden wir auch. Wir machen hier schön überall Licht an. Vielleicht kommen wir ja so nach ganz oben. Ich höre etwas. Weil hier gibt es aber viele Fackeln, die man anmachen könnte. Oh, was ja ein bisschen gruselig. Hier ist auch irgendwo was, was ich... Allerdings bin ich ehrlich gesagt überfragt. Ja, toll, jetzt kommt erstmal hoch. Ich gehe wieder runter. Tschüss.
Hier ist irgendwo was auf der Nummer. Irgendwas angezeigt. Okay, das war aber auch nicht hier. Schön, dass ihr alle wieder runterkommt. Ich gehe wieder hoch. Haha, verarscht. Ich wollte gucken, ob da unten dieses. Die Sehenswürdigkeit war. Wie es so schön heißt. Und auf der Minimap wurde mir irgendwas gerade angezeigt. Ah, hier ist die Höhe nicht mal ganz so verkehrt. Da ist es. Oder sind das die Fackeln? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich diese Fackel mal eben entzünden. So. Aus grün mach rot. Das beanspruchen wir, die Spiralmine. Ich habe so einiges über euch gehört, Vivi. Die angemessene Anrede wäre Madame Vivienne, offizielle Magierin des kaiserlichen Hofes. Oh, hier haben wir einen Gang, der ja, aber nicht genau zu Ende ist. Nachricht eines Abtrünnigen. Sondern mit dem hochnäsigen Gehabe. Die Schriftzeichen sind einfach, aber ihre Bedeutung ist klar verständlich. Sie stellten keine Fragen und damit kam ich davon. Ich halte den Kopf gesenkt und arbeite wie die anderen. Der Zirkel wird so weit entfernt nicht jagen. Am Anfang habe ich die Entscheidung bedauert. Aber sie alle spüren den Schrecken vor der Tür. Ich steche nicht heraus. Nur ein Bruder oder eine Schwester würde diese Worte erkennen. Falls ihr hierher gefunden habt, so wie ich, dann seid ihr nicht allein. Falls ihr einen Verbündeten braucht, wenn dieser Vertrag abläuft, kommt zu mir. Für einen Augenblick sind Schritte vernehmbar, als würde jemand rennen, dann verstummen sie. Wie soll ich mich nur je von eurer Ablehnung erholen? Ihr macht es schon wieder. Könnt ihr das überhaupt abstellen? Für euch, meine Liebe? Nein. Boah, das geht mir auf den Sack, wenn jemand meine Liebe oder mein Lieber, das geht mir ein bisschen auf den Sack. So, jetzt bin ich hier. Toll. Bin ich jetzt ganz oben? Ich muss ja ganz nach oben. Ich muss ja irgendwie da rüberkommen. Mal gucken. Hier haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Paragon-Schimmer. Das nehmen wir mit. Da hinten sehe ich auf jeden Fall in der Ferne schon meine Markierung, die ich mir gesetzt habe. Ach, hier bin ich wieder am Anfang. Hier war ich doch schon. Die Frage ist, wie komme ich denn da verdammt nochmal hin, ey? Kann ich von da runter, ohne zu sterben? Ich bezweifle es ja fast. Okay, warte mal. Ach, guck mal, der eiserne Bulle, der kann es. Der steht einfach in der Luft. Er ist drauf. Ich befürchte, ich muss hier nochmal zurück. Und dann nochmal hochklettern. Irgendwie muss ich ja zum nächsten Lager kommen. Damit ich das schon mal habe. Kann ich hier aber... Da ist noch was zum Plündern, aber sei es drum. Ist auch nicht weiter schlimm. Tja, aber von da komme ich doch gar nicht darüber, oder? Ha. Ne, das habe ich schon gesehen. Komme ich auf jeden Fall erstmal wieder runter. Vielleicht sehe ich von hier irgendwas, wie ich... Warte mal doch. Wenn ich hier über die Brücke dann so... Na gut, und dann ist erstmal wieder Ende Gelände. Ha. Außer da hinten. Wenn es da einen Gang geben würde. Ist das da hinten? Schade, es wird mir nicht angezeigt. Jetzt muss man hier echt noch einen Weg suchen auch noch, ey. Nicht schon, ja, genug, dass wir eh überall hin müssen und alles suchen, finden dürfen und so. Jetzt müssen wir auch noch tatsächlich erstmal den Weg finden, um irgendwo hinzukommen. Hui. Das hat zum Glück noch funktioniert. So, aber dann kann ich hier wenigstens schon mal noch ein paar Scherplein suchen. Ja, ich möchte die gerne suchen. So, wieder 5 Stück. Da haben wir eine. Da haben wir eine. Komm, da hinten ist da auch eine. Da dürfte eigentlich keine sein, weil da bin ich vorbeigelaufen. Vielleicht ist hier oben irgendwo eine. Nö. Da hinten. Nö. Da unten ist noch eine. So, dann die letzte. Die ist da. Damit haben wir auch alle Scherplein hier gefunden. Das ist schön. Tja, und jetzt ist die Frage aller Fragen, wie komme ich weiter? So, da ist unser Standardlager, da könnten wir zwar... Ja, geil. Jetzt bin ich hier runtergerutscht, das wollte ich unbedingt. Und eigentlich eher gucken, ob ich hier nicht noch irgendwie ein bisschen weiterkomme. Granzkreuzung.
So. Muss in die Richtung. Ist das da? Das ist ganz schön weit weg, das Lager. Da ist auf jeden Fall noch ein Riss. Da komme ich aber, glaube ich, so gar nicht hin, oder? Schwerlich auf jeden Fall. Ich weiß zumindest nicht genau wie. Beziehungsweise, höchstwahrscheinlich sind hier unten überall Höhlen und die verbinden dann immer auch die ganzen verschiedenen Ebenen miteinander. Das heißt, hier geht's runter. Aua. Und ja, ich hoffe, wir finden hier irgendwo eine Höhle, damit wir wieder hochkommen. Allerdings machen wir das erst in der nächsten Folge. Über uns irgendwo ist der Riss wahrscheinlich hier. Na, das könnte sein, dass wir da sogar hochkommen. Allerdings sehen wir das erst in der nächsten Folge. Denn ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch. Ich hoffe, wir werden aus diesem Wirrwarr von verschiedenen Ebenen, Höhen und Tiefen, ja, wieder rausfinden. Und wir werden das hier alles mal schaffen können. Bis zur nächsten Folge bedanke ich mich bei euch nochmal. Und haut rein.